Hallo zusammen, herzlich willkommen zu meinem ersten Beitrag bei cut.de. Das beliebteste Short-Video zu KTV5 in meinem YouTube-Kanal ist zum Thema Parameter und Beziehungen, das heißt zur Anzeige von Parametern und Beziehungen im Strukturbaum. Nach Installation werden diese hier im Strukturbaum nicht angezeigt. Ich möchte Ihnen jetzt zeigen, wie Sie das ändern können. Wir gehen als erstes zu Tools, Optionen, dort zur Kategorie Infrastruktur, dann zur Unterkategorie Teileinfrastruktur, dort auf die Registerkarte Anzeige und dort können wir die Parameter und Beziehungen aktivieren. Ich bestätige das Ganze mal mit OK und schon sind wir hier im Baum eine Struktur für die Parameter und eine für die Beziehung. Jetzt möchte ich auch noch gerne die Werte hier anzeigen lassen. Ich gehe wieder zu Tools, Optionen, dann zu Allgemein, Parameter und Messungen, Registerkarte Ratgeber und dort kann ich mit Wert und mit Formel bei der Strukturbaumansicht Parameter aktivieren und das Ganze wieder mit OK bestätigen. Und schon haben wir auch die Werte im Baum. Wenn dieses Modell jetzt nicht mit einer Konstruktionstabelle verknüpft wäre, könnte man hier auch die Parameter einfach ändern. Und das war's für heute.